Was gehen wir hier? Im Android-Höwe-Forum war ja die große Diskussion wegen dem Lenovo Yoga Tablet 2 Pro. Da ja auf der Rückseite steht, ich mach das mal kurz hier, steht ja, falls man es hier lesen kann, steht hier Input. Auf der Kamera sieht man es nicht. Würde jetzt hier stehen, Input 12 Volt, 1,8 Ampere. Selbiges steht auch auf dem Ladegerät hier in der Ladegerät vom Lenovo. Da steht auch Output 12 Volt, 1,6 oder 1,8 Ampere. Ich kann das jetzt hier nicht lesen, wie ein Flächenlicht, aber auch 5 Volt, 2 Ampere. Sowas in der Art. Nee, 5 Volt 1,8 Ampere und 12 Volt 1,8 Ampere. Ich kann es jetzt nicht lesen, da es so schlechtes Licht ist. So, was ja bedeuten soll, Diskussion sagt, war groß, dass sich dieses Tablet nicht per USB laden lässt. Nun ja, ich habe hier zum Vergleich das Samsung-Ladegerät von dem Samsung Galaxy Note 3, mit dem ich das Video auch gerade aufnehme. Was rausgibt 5,2 Volt, also 5 Volt, 2 Ampere oder 2,1 Ampere, sowas um den Dreh, ich habe es nicht im Kopf. Dazu habe ich dann hier den Anker Astro E4 mit 1 Ampere und 2 Ampere Port, also die erste Generation des Akkus. Und den Anker Astro E7. Mit Power-IQ. Und hier dran hängen jetzt aktuell drei USB-Kabel. Und zwar an dem ersten Port hängt ein modifiziertes Kabel, wo die Datenleitung gebrückt ist. Mit Micro-USB. Dann hängt das Original-Kabel bei, was leider hier ein bisschen krumm ist, das ein bisschen grob umgegangen worden wird, das Original-Ladekabel vom Lenovo und das beigelegte Kabel vom Anker Astro E7. So, fangen wir mal an. Also, wie man sieht, das Tablet ist jetzt fast leer, hat noch ein Viertel Akku oder sowas in Art. Nur kurz. 23% Akku wird nicht geladen. Gut, nehmen wir jetzt mal kurz das Originalkabel raus, stecken es mal in den Ladegerät vom Lenovo und stecken das in die Seite rein. Die Spezifikation von USB schreiben mir eigentlich vor 5 Volt, maximal 500 mA. Man sieht, wird geladen AC. Da ich aber nicht damit jetzt zufrieden bin, hole ich jetzt noch was anderes dazu. Das Kabel ein bisschen länger ziehen. Ich habe ja noch mein USB-Hub vom PC hier. Gut. Man sieht, es wird geladen. AC. Zieh es raus, steck ins USB-Port. Wird geladen. USB. Gut. Jetzt das typische Problem. Laden mit einer Powerbank. Dafür nehme ich jetzt, wie weiterhin, das Original-Ladekabel vom Lenovo, stecke es in mein E4 und der ersten Generation in den 1 Ampere-Port. Ups, wenn ich jetzt treffe, ist ein bisschen schwer mit einer Hand. Das nehme ich jetzt mal kurz so. Stecke es in den 1 Ampere-Port. Steht, wird geladen ohne Effekt. Und zwar sprichwörtlich ohne Effekt, da ich es schon mal unterwegs hatte. So, wird nicht geladen. Wir stecken es in den 2-Ampere-Port. Wird geladen, wird nicht geladen. Leider hat der 2-Ampere-Port hier leider einen Wackler. So. Wird geladen, wird sich aber nichts an der Akkukapazität ändern. Ups. Da Lenovo dieses Ladegerät so gesehen verweigert. Und zwar auf die Art,
mit der auch iPhones und iPads und iPods bestimmte Ladegeräte verweigern. Gut. Jetzt nehme ich mal das Ladekabel mit den gebrückten Datenleitungen. Also gebrückte Datenleitung auf Geräteseite, also auf dem Micro-USB. Stecke es erstmal. Wobei, nee, andersrum. Wir haben ja noch das Original drin. Ich stecke das jetzt mal in den USB-Port, also in dem Ladegerät von meinem Samsung. Wenn ich es mal richtig umhalten würde, wird geladen AC. Und wie man sieht, man kann auch immer achten oben, es wird immer dieser Blitz kommen, der ja bei den Powerbanks eben nicht kommt. Da tut sich nämlich gar nichts. Und obwohl auch hier an der Seite, man sieht es nicht, weil es zu hell ist, vibriert auch das Licht, weil ich es so eingestellt habe. Gut, immer das Kabel raus. Erledigt. Gut. Jetzt nehmen wir mal den Anker E7. Da habe ich jetzt das Originalkabel drin, vom was dabei war, was dasselbe ist wie vom Lenovo. Gut, stecken wir es rein. Wird geladen ohne Effekt. Wenn ich das aber Kabel jetzt nehme, in den Port vom Lenovo-Ladegerät stecke, wird geladen AC. In Samsung USB-Kabel drehen, wird geladen AC. Stecke ich es in den USB-Hub vom PC, wird geladen USB. Gut, dann haben wir jetzt das Original, auch das Anker Astro, also das Ladekabel vom Anker dabei. So, jetzt legen wir mal los mit dem USB-Kabel, mit der gebrückten Datenleitung. So, jetzt muss ich aber euch noch mal eins sagen zu dem USB-Hub. Es ist ein modifizierter USB-Hub mit einer modifizierten externen Power. Und zwar ist das mein USB-Hub mit spezieller Ladefunktion. Gut, ich stecke es mal. Jetzt stecke ich das USB-Kabel mit der gebrückten Datenleitung in 1 Ampere-Port vom Anker Astro E4. Und jetzt achtet mal, was auf dem Tablet passiert. Tada! Es wird geladen über die Powerbank, obwohl es nach Diskussion auf Android-Hilfe nicht geht. Der Trick ist einfach, die Datenleitung muss auf der Geräteseite gebrückt sein. Dann funktioniert es auch mit dem Laden. Wir könnten jetzt auch warten, bis sich hier die Prozentanzeige ändert. Aber das bringt ja nichts. Ich gucke mal, ob ich jetzt kurz mal kurz in den. Nein, ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ich jetzt hier. Man sieht hier, Statistik des aktuellen Ladezyklus 7% und 10 Sekunden für 1% Aufladung am 2-1-Ampere-Port. Am 2-Ampere-Port selbiges. Man sieht auch, Netzteil angeschlossen jetzt. Man sieht auch, Blitz ist jetzt weg. Netzteil entfernt. Jetzt steck's mit dem modifizierten. Jetzt mal den modifizierten USB-Hub. Blitz taucht auf. Wird geladen. Und wenn ich jetzt in die Akkustatistik reingehe. Dafür muss ich jetzt mal kurz. Oh, die Einstellung.
Akku wird geladen AC. Weil der Trick ist, dass mein USB-Hub hier mit einem 4 Ampere Ladegerät verbunden ist. So, jetzt der Trick. Jetzt nehme ich den Anker Astro E7, stecke es in den Ladeport mit dem Power IQ, was ja Probleme anscheinend bei einigen Geräten macht. Man muss bedenken, es ist das modifizierte Kabel. Stecke rein, USB springt an und sagt, wird geladen, AC. Und wir könnten natürlich jetzt zacke, zacke warten, bis sich die Prozentanzeige hier ändert. Aber das wird dauern, da es nun mal ein riesen Akku ist. Ich kann aber das Kabel auch verwenden in Lenovo-Ladegerät, wird geladen, AC, Blitz oben taucht auf. Stecken wir es mal in dem Samsung, wird geladen, AC. Und wenn wir jetzt wieder das Lenovo-Ladekabel nehmen, ziehen wir das hier raus, nehmen wir das Lenovo wieder, stecken es ins Lenovo-Ladegerät, stecken es ins Tablet, wird geladen AC. Ergo, diese Gerüchte sind nicht wahr, dass sich das Gerät nicht mit USB-Powerbanks laden lässt. Es benötigt schlicht und ergreifend denselben Trick, den es damals gebraucht hat, um iPhones, und man es immer noch braucht, um iPhones an gefälschten Ladegeräten zu laden, Samsung-Geräte, HTC-Ladegeräte, alle Geräte, die sagen, nee, ich lade an diesem Gerät nur mit USB-Geschwindigkeit und nicht mit AC-Geschwindigkeit. Einfach den Ladeport brücken, den Datenport brücken und schon läuft's. Nur könntet ihr das Kabel dann nicht mehr an euren Laptop verwenden, weil sonst tut's unter Umständen euer Mainboard brutzeln. Oder euer Laptop geht kaputt. Deswegen, das hier ist jetzt ein explizites nur Ladekabel. Und für so ein Kabel bezahlt man bei Amazon ungefähr, jetzt für so ein kurzes ungefähr, für ein Doppelpack 6 Euro. Was man eigentlich schlicht ergreifend selber machen kann. Damit könnte man jetzt auch alle Geräte, die mit USB laden, auch an den China-Ladern, wo normalerweise das Laden nicht so wirklich funktioniert. Ich hoffe, euch hat es geholfen und es beweist genug, dass das LAN auch an den USB-Ports und den USB-Ladegeräten funktioniert. In der Zeit lasse ich es jetzt mal laufen, stecke das modifizierte Kabel in den Anker Astro E7, ziehe das hier raus, stecke das rein. Und machen jetzt das hier und warten jetzt, dass sich die Prozente verändern. Das heißt, wenn es euch das nicht langweilt, könnt ihr es weiter gucken, bis sich die Prozentanzeige da ändert. Wir gehen doch mal das Kabel lang. Damit man sieht, es ist angeschlossen. Und jetzt warten wir, dass sich die Prozentanzeige ändert. Und um das Ganze zu beschleunigen, machen wir Display wieder schon noch ein bisschen runter. Schalten. WLAN ist an. Bluetooth ist. Können wir ausmachen. Ist noch vor dem Lautsprecher von mir. Wobei es jetzt eigentlich Beweis genug ist, dass es funktioniert. Es nun mal nur den Trick mit der Datenleitung benötigt. Oder man kauft sich von EasyEgg die speziellen nur LAN-Kabel dazu. Ist ein Doppelpack, 1 Meter Kabel, wo die Datenleitung schon vom Hersteller geprägt sind.
für 6,50 €. So. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Also, wer Langeweile hat, guckt jetzt noch weiter. Wer keine Langeweile hat oder nicht warten kann, kann das Video jetzt abschalten, dem Video vielleicht ein Like geben, einen Daumen hoch, kann es teilen, kommentieren, whatever. Denn ich habe gezeigt, was ich zeigen wollte, dass es funktioniert. Und das erreicht ihr auch. Ergo, es benötigt nicht immer einen speziellen Akku. Es benötigt einfach nur schlicht und ergreifend ein spezielles Kabel. Wobei mir jetzt auch zu sehen, das Video ist viel zu lang. Und ich kann es nur danken, dass ich eine CyanogenMod ROM drauf habe, dass ich damit auch ein 4K-Video länger als 5 Minuten aufnehmen kann. Und mir dauert das jetzt doch zu lange. Deswegen beende ich das Video jetzt hier einfach schlicht und ergreifend. Und Ende.